Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was viele von euch kennen dürften. TTT, Trouble in Terrorist Town, haben ja schon diverse Leute gespielt. Ich glaube, GLP und Debito haben damals damit angefangen. Mit Debito hatten wir auch schon drüber gequatscht, da müssen wir unbedingt mal eine Runde mit dem machen. Werden sicherlich auch noch viele weitere Let's Player dazukommen und dabei sind. Bleibt doch mal gerade stehen, der Taros ist am Start, den kennt ihr ja auch schon. Guten den Penzett kennt ihr auch, dann der Slay Massive, der Dennis, der Tobi kann leider nicht und der Benny von... Slay Massive ist natürlich auch am Start. Wen habe ich jetzt vergessen? Kommt schi raus mit den der Frage. Kevin, ne? Den Kevin natürlich. Die Currywurst. Ah, wie konnte ich nur. Ja. Currywurst ist natürlich auch am Start hier. Geschockt. Unser guter alter Freund. So, und das Ding ist, wir spielen dieses Spiel für die, die es nicht kennen. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus Verstecken und Fangen und sowas in der Art. Wir sind hier in einer Karte, die aussieht wie ein Kinderzimmer. Und es gibt 6 Spieler. Und unter diesen Spielern ist ein Verräter. Das heißt, es gibt 5 Unschuldige und einen Verräter, der die anderen am liebsten töten will. Am Anfang weiß man jedoch nicht, wer dieser Verräter bzw. Traitor ist. Ja, und dementsprechend wird das ziemlich lustig. Ach, guck mal, wie der da hochklettert. Wie lustig, das ist ja drollig. Müssen wir nämlich rausfinden, wer ist dieser Verräter. Und der will es natürlich nicht wissen oder der will natürlich nicht auffliegen. Und dementsprechend versucht er uns hinterrücks zu ermorden. Naja, und wir müssen jetzt höllisch aufpassen, denn ich bin natürlich kein Traitor. Würde ich ja nie sein. Du bist, okay. Sarah, Dennis, ich hab extra. Sascha, wie schlecht bist du denn? Oh. Oh, das ja, ist und, man muss dazu noch sagen, wenn man tot ist, darf man nichts mehr sagen. Ich mein, Mucksmäuschen. Also, sobald die Kugel einen erwischt, pssst, das Ding. Dennis, ich bin mit dem Currywurst unterwegs. Ich hab extra die Brechstange. Ich könnte mir vorstellen, der PZ ist es. Der ist nämlich ziemlich nah dran. Der lacht schon wieder so, der macht eigentlich einen auf Major, ne? Genau. Ja, ich hab's langsam gelernt. Also, ich hab's gelernt. Man muss einfach ein Pokerface aufsetzen. Naja, und wir haben auf jeden Fall viele neue Mitstreiter weißt du, hier am Start, wie ich das meine. Wie den Payzet, den Taros und so. Und es werden sicherlich auch noch viele weitere mal mitmachen. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, echt mal mit dem Dividor und so eine Runde zu zocken. Hatten wir ja schon mal drüber geschnackt. Und mit dem Gronkh, das wäre auch eine lustige Runde, glaube ich, wenn der Gronkh hier mal mitmachen würde. Spiel ist ziemlich simpel und wird jetzt als Ersatzprojekt erstmal für DayZ laufen. Natürlich, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich vertraue dem Payzet nicht. Und wer hüpft da noch? Ja, Patrick, buchstabier Innocent doch mal rückwärts. T-N-E-C-O. Ja, er ist es. Nein. Du bist es sowas von, Alter. Nee. Nein! Alter. Guck mal, er schießt, Walle. Ja, du hast auch. Du hast angefangen. Der muss es ja Walle, sein. Was sagt der Dennis, der Dennis. Weil der Sarazza, guck mal, der. Ich weiß nicht, wie ich trauen soll. Der kann das schon. Ich glaube, der. Was? Ich kann lügen? Würde ich nie tun. Ach, du hast es eben schon. Ach, doch. Warte mal, eben. Ist der Benny auch noch am Leben? Hast du es schon demonstriert? Ja, ich lebe auch. Ja, wir haben auf jeden Fall verschiedene Sachen hier. Der Traitor kann sogar mit C, wenn er will, noch verschiedene Sachen einkaufen. Bin ich zum Glück nicht. Ja, mach doch mal. Ja, ich bin leider nicht der Traitor. Also jemand von euch hier muss der Bösewicht sein. Das Spiel ist ja schon recht bekannt. Es ist, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so ist es draußen. Gary's Mod könnt ihr euch einfach runterladen bei Steam. Ich weiß gar nicht, was es im Moment kostet. Ist aber nicht so teuer. Und da gibt es ja auch noch Prop Hunt und solche Spiele. Also gibt es viel in Gary's Mod und wir dachten, wir knüpfen uns das auch mal vor, weil im Moment ist ja so ein bisschen Sommerloch. Und da dachten wir, wäre eine lustige Runde mal. Auch mit ein paar neuen Gesichtern hier, Taros und Payzet. Payzet haben viele von euch vielleicht schon aus DayZ gesehen. Und Taros ja auch, der hat ja auch mal kurz mitgemacht, eine kleine Runde. Ja, auf jeden Fall lustige Serie. Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich mit dem Benny unterwegs bin hier. Der Benny ist, der ist sehr, ja, er ist verwundet. Warum? Ja, meine Movement-Skills sind noch ein bisschen angerostet hier in CS. Ich glaube, der Payzet ist es. Es war der Benny. Es war der Benny. Boah, aber gut gemacht. Aber der Dennis hat den Patrick erschossen, ne? Ja, weil beim Patrick war ich mir echt. Beim Patrick Patrick ist immer schade, ey. Jetzt hätte ich nur noch den Dennis erledigen müssen. Ach nee, der Sarazza war auch noch da unten. Ich konnte noch einmal kurz Dennis, aufschreien Dennis, und dann war es vorbei. Dennis. Aber genauso muss es laufen. Jetzt haben wir, weil jeder hat jedem misstraut irgendwie. Ja, aber eine gute Runde war schön still. Jeder, aber der du hast mich vom Türrahmen weggeschubst, Benny. Bitte? Du hast mich vom Türrahmen runtergeschubst. Ja, das war Taktik natürlich. Aber das Ding ist natürlich auch, wir wissen noch nicht, wie ihr euch verhaltet. Also genau, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Also der Patrick, beim Patrick ist grundsätzlich immer meine Vermutung Traitor. Der Sarazza ist ja sowieso der Lügenbaron Nummer 1. Was? Niemals, würde ich auch niemals sein. Ganz ehrlich. So, wer ist es? Hm? Also, ihr seht schon, das Spiel ist ziemlich lustig. Es ist ziemlich simpel, aber das macht Spiel ja oft so spannend.
Muss man ja mal sagen. Hi Benny. Hi Kobi. Hallo. Hallo Dennis. Hallo Saraza. Hallo. Also hallo, nur Sascha. Einer ist immer der Traitor von euch oder wie? Ne? Es gibt genau. ja verschiedene Karten, ja, wo es zwei Traitor gibt, aber hier scheint es nur einer zu sein. Es kommt immer auf die Anzahl der Mitspieler an. Saraza, Busche, wie Innocent doch mal rückwärts. Was? Kann ich nicht immer bringen? Habe ich nicht spontan. Aha, okay. Dann ist Saraza. Los. Auf ihn, auf ihn, hey, auf ihn. Alter, Alter, ich bin Aua. Hey, was soll der Scheiß? Leute, das ist aber echt unfair, wenn wir das jetzt immer bringen, ne? Ja, das können wir nicht immer bringen. Das ist ja. Ja, ich wollte also mal testen. Ich wollte mal ja, testen. Ja, Dennis, komm, ey, Dennis, ey. Dann sagt er noch so voll, ey, was soll der Scheiß? Das kann ich nicht bringen. Das kann ich so schnell nicht. Weißt du, steht ja nicht da unten. Hat uns voll verarscht, ja, ja. Okay, ja. Nächste Runde. Also nein, ist echt nein, Curry! Oh nein! Wie er da runtergefallen ist. Ja, und ganz kurz zur Info, wenn man wen erschießt, wie ist das denn? Wenn ich jetzt Traitor bin, nochmal, dann kriege ich Karma-Punkte abgezogen. Also wenn du jemanden erschießt, der innocent ist. Ja, als Traitor, als Traitor nicht. Nee, nee natürlich nicht bist, als Traitor, aber als, ja, genau, genau. Wenn ich innocent genau, bin ja. und einen anderen innocent fälschlicherweise genau, erschieße, ja. also einen anderen Dennis. Unschuldigen. Der Dennis ist es, glaube ich. Benni, ich schwöre dir, das war, ich bin da runtergefallen. Ich dachte, das ganz ist ruhig, Leute. Dings. Ja, ja. Benni, guck mich wir an. Wir müssen Benni. Ruhe bewahren. Benni, guck mir in die Augen. Ruhe! Ja. ja. Guck, ich komm hier hoch, Benni, extra für dich. Du könntest mich jetzt, wo bist du? Dann ja. könntest du mich jetzt erschlagen, Benni. Aber guck mich an. Siehst du aus, als ob ich dich. Hey, weißt du, was Alter. Für ein Skin du hast? Ja. Du siehst aus wie ein ganz schmieriger Hinterhältiger. Guck mal, was sie da oben machen, die zwei. Du doch selber, Alter. Hi. Boah, jetzt. Hey, warum seid ihr beide da angefragt? Warum ist der Sarazza so ruhig? Warum bist du weil der Dennis mich gehauen hat. Warum bist du verletzt? Weil ich da der Dennis hat mich bin. Gehauen. Ja, klar. Hey, Dennis. Nein! Leute, Dennis. Guck. Dennis, guck hier, guck ganz hier. Ehrlich. Dennis. Leute. Guck, ich pack, Dennis, ich pack die Waffe. Buchstabier mal innocent ja, rückwärts. E-N-E-C-O-N-N-I. Da wäre ich ja eben schneller. Dann ist es der Patrick. T-N-I-C-O-N-N-I. Ja. Nein, er war es gar nicht. Er war es nicht. Okay, aber. Leute, Leute, ihr könnt doch nicht einfach hier unschuldige Menschen erschießen. Seid ihr bekommen? Wer hat den Patrick gerade angeschossen? Wer war das? Das war der Dennis. Ey, dann ist Dennis? Das dann ist das ja, der Dennis eben war schon das. Unter Verdacht. Hört mir ja. kurz zu, hört mir kurz zu. Es nee, war der Dennis. Jetzt wird nicht mehr Dennis gesprochen. Ist. Ey, ich bin's nicht. Ich schwöre, ich bin's nicht. Aber du hast geschossen. Wer ist der Dennis? Oh, okay, er war es nicht. Also man kann auf E auf guten Körper gehen. Dann kann man. Boah, was geht? Ich hab den Taros erschossen, weil der jemanden erschossen hat, und zwar den Dennis, aber der war's nicht. Ich glaub, aha. Was? Ey, oh ist es wirklich Saraza? So? Saraza? Ey, ist es wirklich so? Benni, Saraza? Ich schwöre dir, T-N-E-C-O-N-N-I. Ja, jetzt hat das auswendig gelernt. Ey, der Benni ist es. Ja, der Benni war's. Der Benni war's, der kleine Ripper, ey. Ich wusste es. Benni, jetzt kurz die Frage, warst du jetzt ernsthaft? Ja. Der du hast mir voll ins Gesicht gelogen, Alter. Ja, was soll ich machen? Ach, boah, ist das ein Lügner, das der Benni. Ey, wie gut der lügen kann, Alter. Ich glaube, wir haben das ja Spiel für den Benni gefunden. Oh Mann, da kommen cool, ja ganz ey. Neue Seiten an dem auf, ey. Der alte Lügenbaron ja, hier. Ja, der Benni. Also es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Karten, also nicht nur dieses Kinderzimmer. Das ist eine Karte davon. Aua! Genau, bin, man kann ja sagen, wir ich zeigen, bin in dieser scheiß Falle gespawnt. Jetzt bin ich schon, habe ich nur noch 5 Leben. Ja, aber du bist preparing. Man kann ja sagen, dass das wir jede Karte in einer Folge zeigen, beziehungsweise, na andersrum, dass wir in einer Folge eine Karte zeigen, so. Mhm, genau. Da haben wir schon ein paar coole runtergeladen. Alter, Vorsicht, da haben wir schon ein paar coole runtergeladen. Und ich bedanke mich mal ganz kurz bei Marcel von Nitrado, der hat sich da hingesetzt und hat das alles eingerichtet. Also boah, ja, echt. Nochmal. Gut, dass du es sagst. Da muss man sich ja echt mal für bedanken, weil die Jungs von Nitrado machen da echt einen guten Job. Das muss man mal echt sagen. Die stellen uns dann noch irgendwie mitten in der Nacht so einen Server zur Verfügung. Also das finde ich schon echt nice. Also ich bin auf jeden Fall unschuldig. Ich auch. Taros, ja. Du sneakst hier so rum. Ja, Benni, Benni. Ich glaube den Saraza nicht. Taros? Hey, Leute, jetzt bilden wir hier wieder so ein Dreieck, Leute. Freunde, ihr kennt mich. Wo bist du denn hin? Ich bin ein Netter. Ohne Scheiß. Okay, ich glaube der Saraza ist es. Das glaube ich aber auch, weil der, weiß ich nicht. Alter! Warte mal, da ist doch schon einer verletzt. Warum ist der PZ verletzt? Hä? PZ, hä? Was hast du dazu sagen? Nee, warte mal, da wurde gerade jemand erschossen. Bin dir leider eben runtergefallen. Ah, okay, Dennis, stimmt, da war da jemand eben erschossen. Da wurde gerade. Ich geh mal oben gucken, wer die Leiche da oben ist. Also, wie gesagt, auch nochmal zum Mitnehmen. Die Waffe vor mir weg, Dennis. Wenn man erschossen geh weg! Ach, Scheiße! Aha, Dennis! Der Dennis! Jawoll! Der Dennis! Das Geile ist, ich stand von Benni, hab ihm ein Headshot gegeben, aber der hat überlegt, Alter, was war denn das? Willenskraft. Boah, wir hatten sich da runtergeworfen. Scheiße, Alter, ich hätte es besser machen müssen. Ja, ich bin Traitor. Alter, was?
glaube, die Traitor müssen einfach richtig, ein bisschen mehr abwarten, so. Jetzt hat doch keiner gewonnen, oder? Von den Traitor. Von den drei Tors. Bisher noch nicht. Das hätte ich jetzt so geil machen können. Wenn man einen guten Plan hat als Traitor, dann geht das eigentlich. Ja, ja, gut überlegen. Ja. Ja, basierend tut das Spiel übrigens auf der Half-Life 2 Engine, kennt ihr ja. Ist ja eigentlich eine Mod für Half-Life, ne, gewesen ursprünglich. Also die Garry's Mod. Und, ja, die Garry's Mod, gibt's, ja, genau. Für Garry's Mod gibt's ja auch noch Prop Hunt und sowas alles. Ist aber nicht der Typ von Garry's Mod auch der Entwickler von Rust? Rust? Von Rust, genau. Ja, genau, ja. So war. Nein, das. Sascha. Und ich bin mit Sascha unterwegs. Ich bin oben gerade mit Kevin unterwegs. Ich bin mit Patrick unterwegs. Ich glaube, der Kevin ist. Ich bin mit dir unterwegs. Nein, ich bin mit Sascha unterwegs. Ja, und? Trotzdem bist du. Ja, aber nee. Hallo. Aber warte mal, PayZ. Nein, ich bin doch nicht. Nein. Doch, trau mir. Der hat so komisch Hallo gesagt. Ja, schau mir doch in die Augen. Lass ihn abschießen. Dennis, wir müssen den abschießen. Nein, nicht vorschnell handeln. Das ist. Guck mal, wie aggressiv der ist. Ja, ne, der läuft mir mit der Waffe hinterher. Ja, du nicht, ne? Ich will mit euch nichts zu tun haben, ich geh jetzt weg von euch. Ich geh ins Puppenhaus, ey. Ich lass von dem nicht mehr ab. Warte, Sascha, ich komm mit. Nein, du kommst nicht mit, du bleibst doch. Doch, aber ich will fertig. Dann lauf ich dem Sarazar hinterher. Aber der Sarazar ist, der Sarazar ist wieder so ruhig. Ne? Hm. Ja, der stimmt. Nee, ich wollte noch ganz kurz eben auch anmerken, dass ich das auch versucht habe, mit Facecam zu spielen, weil es, glaube ich, ganz lustig wäre. Ich habe es noch nicht hier hinbekommen. Vielleicht kommt dann irgendwann in 15.000 Jahren Folgen mit Facecam an den Start. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt mit Facecam oder nicht oder ob es stören würde. Ist immer interessant zu wissen, auch gut vorher zu fragen. Obendrauf natürlich auch noch die Frage, welche Karten sollen wir spielen und wie findet ihr das? Sagt uns Bescheid, könnt ihr auch gerne bewerten. Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihr das kacke findet. Was oder war gut das? Findet. Curry, warum bist du angeschlagen? Wer hat wen erschossen? Weil ich runtergefallen bin. Das sagt mir ja jeder. Hier hat jemand, der Patrick geschossen gerade. Patrick, ich schieß gleich auf dich, wenn du weiter so hinter mir herläufst. Er schießt mich doch, er schießt mich doch. Ich glaube, der Benny ist es. Nein, ich bin's nicht. Der macht das echt gut. Benny, du wirst das bereuen. Okay, Patrick, du bist fällig. Ja, dann probier's. Lieb mit den Konsequenzen. Oh, verdammt. Alter, das war der Curry, der hat mich von hinten gerade angeschossen. Oder? Ich hab nicht geschossen. Ich hab. Leute, beruhigt euch doch mal. Ey, Curry, nein. Ich hab das aber auch gesehen. Alter. Was, Curry? Dennis? Wir haben hier versucht, die Schuld auf andere zu weisen. Was denn? Ja, der Dennis? Dennis, ja, komm, war du eigentlich? Er schießt mich. Ich war der vorhin schon. Er war es tatsächlich nicht. Okay, es ist glaub, der Dennis. Warum ich schon wieder? Ja, darum. Weil du bist als einziger hier gerade nicht dabei. Ich bin doch hier, Mann. Ich hab. Ey, sorry, aber komm. Ja, ja. Ey, warum bist du verletzt, Dennis? Ja. Warum bist du verletzt, ne? Habt ihr es gerade nicht gehört? Ja, klar. Alter, ich bin deswegen hast du nur noch 42 Leben. Oder so. Ja, ich bin runtergefallen. Ja, ja. Ey, Sarazar, guck mich an, guck mich an. Ja. Ich hab mich enttäuscht. Boah! Nein, verdammte Scheiße, ey! Alter! Respekt! Boah, das war schon wieder der gefeuert! Eiskalt hätte dir die Waffe ins Gesicht so. Oh, richtiger Sohn, ey. Alter. Hab ich dich jemals getäuscht? In dem Fall schöne Grüße an meinen Mitspieler Major von DayZ. Ja, der wird sich erinnern, was ich meine. Das war echt schön gemacht, du kleiner Drecksbär. Aber Benni, ne, unsere Vertrauensbasis, die jetzt ist irgendwie kaputt. Und der Sarazar hat mich einfach erschossen, obwohl ich unschuldig war. Ey, sorry, aber bei dem Spiel darfst du nicht nachdenken, ne? Ich habe jetzt gerade wahrscheinlich meinen Job verloren, alles, aber. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Ja! Oh, was war das? Aber das macht echt Laune, ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Ich hoffe, wie gesagt, den Zuschauern auch. Ja, ist absolut mein Lieblingsspiel zurzeit. Boah. Neben natürlich GTA und eiskalt so ins Gesicht. Also ich hatte mir das ja auch schon mal vor einem Jahr angeschaut und dann wollten wir es ja auch immer mal machen. Wir hatten ja schon öfter drüber geredet und dann haben wir gesagt, nee, komm, irgendwie, wir haben jetzt DayZ, wir haben GTA, wäre ein bisschen zu viel. Und da jetzt DayZ ausgelaufen ist, ist das ein gutes Alternativprojekt, glaube ich. Wobei wir bei DayZ ja auch immer noch immer wieder reinschauen werden. Das nur zur Info nochmal gerade. Nein! Ey, nein! Wer war das? Alter, wer hat hier geschossen? Ey. Alter, wer hat Curry. Ich hab den Ventilator angemacht. Ich hab den Ventilator da oben, das ist das. Ja, der ist es, oder? Der hat den Ventilator angemacht. Der kommt gerade runter, das muss doch der Traitor sein. Sascha? Nein. Warte, drück mal kurz C, was siehst du da? Machen? Nix. Boah! Dennis. Wie du mir erzählen wolltest, Alter. Wie er mir erzählen wollte. Nix. Das sah so geil aus, wie der Sascha den Ventilator anmacht. Ja, so super. Runterfliegen, ey. Ja, der Walle muss noch ein bisschen üben. Dieses Nix war zu. Also, wenn du das schneller gesagt schwierig. Hättest, hätte ich nee, ich wusste ja noch nicht mal, was kommt, wenn ich innocent bin und C drücke.
Deswegen ist es natürlich auch die Unwissenheit jetzt hier im Spiel. Sogar aber so. Nein, der Walle, der muss das noch ein bisschen üben. Nix. So. Schön. Ja, und bei uns gibt es bald noch eine Titanic-Map und alles. Dann ist schon. Das ist außer Lust. So, weil es 5 Sekunden raus war. Nix. Wie erstmal drüber lebt. Sag mal, wie kann ich deine Waffe austauschen? Schon wieder muss ich auswählen und dann Q wählen. Ich bin hier mit dem Sascha, ne? Ich bin hier mit dem Dennis. Ich bin. Und der Patrick macht da gerade Moonwalk. Der Patrick sagt gar nichts und verzieht sich einfach. Nicht. Er hat nichts gesagt. Nichts. Hör mal den Gaucho. Sag mal, wie nehme ich jetzt die M16 auf, wenn ich das Rifle habe? Kann ich die dann nicht mehr aufnehmen? Du musst die Rifle auswählen auf ja. Und wegwerfen. Ah, okay, verstanden. No, no, no. Ah, das ist ja die alte, stimmt, die alte. Aber das mit dem Ventilator wusste ich gar nicht. Auch nicht. Hab ich echt ausprobiert. Wo ist der Benny eigentlich? Ja, das war voll gemein mit dem Ventilator. Benny ist ruhig, weißt du, jetzt kommt er auch immer wieder. Nee, ich versuche nur den Traitor auszumachen. Benny war die ganze Zeit ruhig. Ja, ja, Benny. Aber guck mal, wie oft ich schon der Traitor war. Da ist Sascha. Ich bin mit Sascha unterwegs. Eine kurze Frage, wenn die Zeit komplett abgelaufen ist, hat er eine Traitor gewonnen? Nee, da kommt so ein Haze-Mode, weil er keinen getötet hat. Nee, es kommt ein Haze-Mode und in dem Haze-Mode hat er, glaube ich, nochmal kurz... Guck mal, der Curry, der campt da oben schon wieder. Ich hasse ihn. Ja, ja, ja. Lass es ganz kurz mal erklären. Es gibt einen Haze-Mode und der hat eine kurze Zeit. Dann genau, und in der kurzen Zeit muss es dann noch schaffen. Also ist eigentlich praktisch so jetzt oder nie, weißt okay. du? Okay. Ja, Benny. Curry? Guckst du mir in die Augen? Ja, geh weg mit deiner Sniper. Oh, hallo Sascha. Sascha? Ja, weg hier. Geh du doch weg. Sascha, was sagst du zum Curry? Der kommt mir irgendwie sehr spannend vor. Ich habe eine Crowbar und ich werde sie benutzen, Sascha. Wer ist da? Oh, Alter! Dennis? Okay, er war es nicht, sorry. Taros? Nein! Der Patrick war es, Alter. Wie verdächtig, der kommt nach oben und schlägt mich. Ich werd hier die ganze Zeit unschuldig erschossen. Aber du warst wirklich Malle. Sehr misstrauisch. Ja, und? Ich muss das noch auf jeden Fall lernen. Kannst mich doch nicht einfach so wegfallen lassen. Das ist echt schwer zu meinen. Du musst deine Unschuld ein bisschen mehr verteidigen. Ja, aber nee, Benny. Ja, du hast einfach nur gesagt, der Benny, der tötet einfach alle. Das Geile war, der Patrick kam die Leiter hoch und haut mich direkt. Ja, ich mit dem Messer. Ich dachte, das wäre leise. Wenn der Traitor ist, habe ich das Gefühl. Ja, ich muss das noch. Ich bin einfach so. Aber das können wir ja theoretisch auch. Ich bin Traitor. Oh mein Gott. Ganz vielen Spielen. Ich meine, 6 Mann ist schon eine gute Anzahl, glaube ich. Aber theoretisch kann man das ja auch wirklich mit 10, 12. Das kann ja aber dann wird es echt durcheinander, wenn da alle gleichzeitig reden. Ja, jetzt schon. Das stimmt leider halt, ja. Also durcheinander gehört, glaube ich, dazu. Oh, ich bin übrigens unschuldig. Wie immer. Ja, und um mal die Mitschreiter. Taros nicht. Alter, ich war noch nie Traitor jetzt. Ja, also deswegen. Also der Sascha ist es. Nein. Nein. Aua, ich bin angeschossen. Leute, nicht einfach so schießen, das ist doof. Aber Sascha ist das. Von Patrick. Nein, Patrick, du musst dir sicher sein. Wenn ich jetzt ich bin immer sicher. Traitor wäre, kann ich mir halt auch Sachen kaufen oder was? Okay, Sarah heißt Traitor. Ich wollte auch gerade sagen, Nee, nur mal so zur Frage ganz kurz, ohne Scheiß. Ja, auf C. Okay. Nee, dann muss es der Dennis sein. Ja, ist natürlich wieder klar. Geh mir weg, du Dämon. Wie der Dennis jetzt einen auf Patrick macht. Nee, für mich ist es der Walle. Was ist denn der Magnetus? Was? Wie die alle lügen können, das ist total schwer mit euch. Ja, was ist denn mit dir, Patrick? Oh, der Benny. Patrick. Wer ist denn das? Wer ist denn hier mit mir eigentlich? Der Patrick ist hier bei mir, ne? Ich sag's nur mal. Ich pass nur auf. Ja. Benny? Guck mal. Ah, nein! Ich bin voll gejumpt gerade. Was war denn da passiert? Jemand hat mich gerade angebrannt. Was war das? Du bist es, Benny, oder? Nein, ich glaube, er sagt es. Ehrlich. Bin wer ist ehrlich. Es von euch? Boah, Alter, ich geh ja weg. Taros ist verwundet. Wo ist der Dennis? Dennis, da oben ist er. Ich von Patrick angeschossen. Nee, das bin ich. Und der Curry ist fast tot. Ich wurde gerade angebrannt. Ja, klar, aber das haben die alle. Nein, da vorne hat gerade jemand einen Molotow geworfen. Ich habe bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Wo ist Dennis? Er ist tot. Und der war mit mir zusammen. Guck mal, da an der Wand. Nein, der war nicht mit mir zusammen. Alter, ich geh ja weg von euch, ey. Das ist mir zu krass. Kommt, ich komm runter. Er schießt mich. Alter Schwede, ey. Das ist genau Kevins Spiel. Hör auf, Bezette, ich komm mir nicht zu nah. Jetzt ist er alleine, komm mir nicht zu nah. Er schießt mich. Komm mir nicht zu nah. Ich war's mit Dennis zusammen. Ja, komm, ich nehme eine Crowbar, er schießt mich. Boah. Ah, fuck. Jawoll. Wer war's denn jetzt? Den Dennis noch weggeballert. Ich hab mein GTA-Bild auf dem Boden gepinnt und der guckt mich an und schießt mir in den Kopf. Wir können ja Bilder machen. Hier, wie geht's denn? Oh, ja. Schade. Das war dann so die erste Folge. Ja,
Fand ich richtig lustig. Also es hat richtig war Laune echt gemacht. Sau lustig. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, gebt uns gerne Hinweise, was wir verändern sollen, was wir noch besser machen können und so. Viele von euch kennen sich ja schon viel besser mit dem Game aus, als wir es selber tun. Und ich bedanke mich an dieser Stelle an euch auch natürlich, Jungs. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, die übrigens alle 2 Tage kommen wird jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, wie weit wir das Spiel spielen. Ist jetzt so ein bisschen auch ein Lückenfüller, aber vielleicht kommt es ja ganz gut bei euch an. Lasst es uns wissen, wie gesagt. Und wir sehen uns dann wieder in wenigen Sekunden in der Endcard. Ha, tatsächlich, hier ist die Endcard. Das ist ja unglaublich atemberaubend hier, das Outro. Wunderbar, natürlich könnt ihr hier den Channel abonnieren. Ihr könnt auch kein Video verpassen, indem ihr einfach auf die Playlist drückt. Und natürlich werden auch noch andere Projekte empfohlen. Ich freue mich hoffentlich, dass es euch gefällt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play TTT Trouble in Terrorist Town. Vielen Dank fürs Mitschauen. Bis dann.